Warte kurz, ich muss noch kurz ein Selfie machen. Ich bin sehr aktiv auf sozialen Medien. Facebook, Twitter, WhatsApp, was auch immer. Ich bin sehr viel unterwegs und irgendwie helfen mir diese Netzwerke, mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Ich weiss, wer gerade wo in der Ferien ist, wer gerade was auch immer zu Mittag gegessen hat, was man nicht immer muss wissen. Aber es hilft einem irgendwie, sich den Leuten trotzdem näher zu fühlen. Gerade auch dann, wenn vielleicht die Distanz zwischen den Leuten grösser ist. Ich lerne auch Leute kennen, die mich auf irgendeine Art inspirieren, die mich vielleicht manchmal herausfordern und die ich sonst vielleicht nicht kennenlernen würde, wenn es nicht YouTube oder Facebook oder so gäbe. Und die dort ihr Leben irgendwie würden posten und darüber würden berichten. Letztens habe ich mich dann aber gefragt, wie bleibe ich mit Gott und mit Jesus in Kontakt? Wo kommen sie in meinem sozialen Netzwerk drin vor? Ich habe mir darum vorgenommen, dass ich manchmal am Abend, wenn ich die Startseite bei Facebook durchgescrollt bin oder die letzten WhatsApp-Nachrichten beantwortet habe, auch noch jeweils kurz mit Jesus in Kontakt treten. Dass ich ihm das erzähle, was ich vielleicht nicht auf Facebook posten würde. Und das Schöne ist, ich weiss, dass er mich auch dann noch gerne hat, wenn ich keinen hübschen Instagram-Filter über mein Gesicht lege. Und du? Wie trittst du mit ihm in Kontakt?